Hallo liebe Indianer, Wildwest-Interessierte. Ich habe heute wieder ein neues Thema für euch. Ziemlich fancy. Kann sich, glaube ich, kaum jemand vorstellen, aber ich handle ja schon ziemlich lange so mit Ethnographika, indianische Repliken und so weiter und so fort. Also alles zu dem Thema Wildwest und eben gerade das Thema Indianer Nordamerikas. Ja, und heute habe ich mal ein ziemlich fancy Thema für euch. Ich glaube, da hat sich hier bis jetzt kaum jemand einen Kopf drüber gemacht. Aber ich versuche das mal zu erklären, weil ich glaube, man kann sich manches einfach nicht vorstellen. Weil gerade so Indianer-Hobbyisten werden ja ganz gerne so ein bisschen als dargestellt. Naja, die spielen ja Indianer. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Und das zeigt mir eigentlich auch meine Zeit sozusagen, die ich eben mit diesen Dingen auch verbringe und die ich auch lernen durfte, die für mich halt schon wichtig sind. Und weil es halt so verrückt ist, versuche ich euch das einfach mal zu erklären, weil ich glaube, ihr könnt mich alle für bescheuert halten, macht mal. Aber ich glaube, so ganz so hat das noch nie jemand gesehen. Und zwar habe ich euch hier wieder was mitgebracht. Und zwar sind das zwei Pfeifenbeutel. Und zwar zwei Pfeifenbeutel, die sind Stiel der Cheyenne. 1860 ungefähr sind die beide, so 1860 bis 1910. So ungefähr. Dazu gibt es auch Originale, die ziemlich ähnlich aussehen. Und zwar möchte ich euch heute eigentlich was erzählen. Eigentlich über Unterschiede in einer Szene. Also das mag jetzt ziemlich verrückt klingen, aber halb Europa hat ja diese Indianistik-Szene, Indianistik-Hobbyisten und die ticken alle anders. So verrückt das klingt. Böse Zungen würde jetzt sagen, alle Spinner, außer Mutti, und alle spinnen anders. Aber warum, erzähle ich euch gleich. Und zwar ist es eben nicht so, naja, die spielen da alle Indianer, sondern die haben teilweise auch komplett unterschiedliche Herangehensweise. Und zwar an Sichtweisen auf diese Indianistik. Das klingt ein bisschen verrückt und ich glaube halt, man kann sich manches so nicht vorstellen, aber das ist das, was ich beobachten konnte. Und zwar möchte ich heute euch eigentlich ein bisschen was auch im unterschiedlichen Denken und Herangehen einer tschechischen Indianistik-Szene im Vergleich zu einer deutschen Indianistik-Szene erzählen. Wie gesagt, ihr könnt mich alle für gerne völlig bescheuert halten, aber das ist, was mir aufgefallen ist und was ich über die Jahre gelernt habe. Ja, also wie gesagt, diese Indianistik-Szene ist bei uns so, in Deutschland kommt das mit Buffalo Bill eigentlich, so seit den 1890er Jahren spielt man Buffalo Bill nach. So. In den Tschechischen, soweit ich weiß, von den Tschechen, das ist ungefähr seit den 1930er Jahren, dass die angefangen haben, Indianersachen nachzubauen und eben auch auf Camp zu fahren. Also da gibt es dann schon so Bilder von, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich finde es allerdings nicht mehr, weil es ein bisschen länger her ist. Auf jeden Fall gibt es da tatsächlich eine unterschiedliche Herangehensweise, eine unterschiedliche Betrachtung in dem, was man da tut. Und da ist eine Grenzlinie dazwischen. Nicht lachen. Der Punkt ist einfach folgender. Eine Grundsatzherangehensweise ist, dass in der tschechischen Indianistik-Szene die Leute sagen, ich baue ein Stück, ein Teil, ein Pfeifenbeutel, sind beide tschechische. Ich baue diese Pfeifenbeutel zum Beispiel so, dass ich eine exakte Kopie eines Museumsstücks mache, versuche zu machen. Desto exakter, desto besser. Weil der Hintergrundgedanke dieser Szene ist, dass sie sagen, weil wenn ich das verändere, dann missinterpretiere ich ja eine Kultur und die Ideen eines Künstlers, der da vor 100 Jahren mal etwas gefertigt hat. Ich hoffe, ich versuche mich jetzt so ein bisschen, es klingt ein bisschen geschwurbelt, aber es geht halt darum, eine exakte Kopie zu machen, weil man die Denkweise eines Künstlers nicht, Künstlers vor 100 Jahren quasi nicht ändern möchte und eben nicht selbst diese Kultur verändern möchte, also nicht missinterpretieren möchte. So, und jetzt kommt die Grenzlinie zu deutschen Hobbyisten. In Deutschland wird das komplett anders gesehen. In Deutschland ist so diese Grundstimmung dahinter, zu sagen, also diese Sachen sind ja alles Einzelstücke und die auch, also im Original,
von 1890 oder 1860. Diese erhaltenen Stücke sind alles Unikate, die haben aber einen gewissen Grundton je nach Stamm und je nach Zeit und je nach modischer Entwicklung in diesen Stämmen. Und es sind auch viele künstlerische Interpretationen. Also man kann durchaus an bestimmten Stickstilen zum Beispiel, das ist ganz fein, da muss man sehr, sehr viele Stücke angucken und sehr viel wissen darüber, kann man durchaus Stücke auch zu einer Familie zurückverfolgen. Im Original. So. Und nun ist es so, dass man in Deutschland sagt, diese Vision eines indigenen Künstlers, auch um 1890 oder 1860, die ist uns aber so wertig, dass wir das respektieren, also eine Art Copyright, obwohl das natürlich abgelaufen ist, theoretisch, aber eine Art Copyright darauf, dass man sagt, wir fertigen keine exakten Kopien. Also es gibt immer Ausnahmen, so nicht, aber der Grundtenor in dieser Szene ist, man fertigt keine exakten Kopien eines Stückes quasi aus dem Museum irgendwo, was weiß ich. Und wenn es zwei Perlen sind, die man anders macht. Aus dem Grundsatz, dass dieses Stück sozusagen eben keine Kopie ist, weil es im Original auch nie Kopien waren, sondern es ist eine künstlerische Vision eines Künstlers ist. Und deswegen nimmt man in Deutschland eher so 5, 6, 7, 8 Stücke, also aus einer ähnlichen Zeit, was weiß ich, Lakota-Westen oder so eine Geschichten, und sagt, gut, ich kombiniere die Muster, dass sie immer noch, also dass ich, wenn ich die neben diese 6 Westen, die ich aus dem Original nehme, meine kopierte 7. nehmlege, dass zwar Elemente wieder auftauchen, aber keine exakte Kopie ist, sondern eine Mischung aus diesen 5 Westen. Also sie würde ohne Probleme in dieser Reihe nicht auffallen. Aber sie ist eben anders und eben keine exakte Kopie, weil man sagt, so hat sich das historisch entwickelt, dass eine Kopie zu fertigen eigentlich ziemlich kacke ist dem Künstler, also kein Respekt dem damaligen Künstler gegenüber ist. Ihr könnt gerne für euch entscheiden, sozusagen, wie ihr das seht und wie ihr quasi euch das für euch definiert. Ich fand es aber spannend, dass quasi diese Dinge so unterschiedlich gehandhabt werden, auch wenn diese beiden Länder eigentlich sehr, sehr viele Kontakte miteinander unterhalten, die Szenen. Also es sind viele Tschechen, die zur Wieg fahren, viele Deutsche, die zum Beispiel nach Kladno fahren, zum Power und so weiter. Und trotzdem, wie gesagt, gibt es intern Grunddenkmuster, die eben eine unterschiedliche Herangehensweise sagen. Wie gesagt, ihr könnt mich ja für völlig spinnert halten, aber das ist unterschiedlich. Es sind eben nicht bloß Leute, die einfach nur Indianer kopieren und nachspielen sozusagen, sondern man hat ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis über diese Tätigkeit, dieses Hobby, dieses Interesse und diese Interpretation dieses Interesses in Form von Beatwork und so weiter. Ich hoffe, es war ein bisschen verständlich für euch, was ich euch aussagen wollte, was ich euch zeigen wollte. Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, dann versuche ich das nochmal ein bisschen mehr zu erklären. Wie gesagt, es klingt ein bisschen gaga für alle, die mit diesem Thema sich noch nie befasst haben, aber ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen interessant, sozusagen, sich da mal diese Sichtweisen zu sehen. Zum einen eben den Kopieren, um die Vision, die Grundvision, die Grundinhalte quasi auch genau so drüber zu bringen, um sie nicht zu verfälschen. Und die andere Seite eben ist genau nicht zu kopieren, weil man sagt, man achtet damit den Künstler und die Vision, die der Künstler darunter sozusagen hatte. Und ja, vielleicht ist es ja eine spannende Betrachtung, die man vielleicht so noch nirgends gehört hat, aber die bei mir eben durchaus ankommt, weil ich durch diese Sachen, eben durch diesen Handel mit diesen Dingen und auch durch dieses, naja, wie soll ich sagen, auch Ausstattungen machen bei Filmen und sowas, dass man da eben durchaus drüber fällt und drüber stolpert und es einfach irgendwie spannend findet. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Schaut mal auf die anderen Videos und see you!